Weißt du, wer das ist? Natürlich nicht. Das ist mein Onkel. Aber weißt du, wer der hier ist? Ich auch nicht. Naja, ich arbeite in der Personalabteilung eines lokalen Ingenieurunternehmens, habe mich aber auch für einen Job an einer weitaus renommierteren Firma beworben. Beim Bewerbungsgespräch letztens war ich mir ziemlich sicher, dass ich den Job bekommen werde. Ich wusste genau, wie das Ganze abläuft. Meistens sitze ich nämlich selbst auf der anderen Seite des Tisches und befrage die Bewerber. Genau wie ich es zurzeit in meiner jetzigen Firma mache. Der Interviewer sagte mir, dass ich und ein anderer die qualifiziertesten Kandidaten sind. Ich bin mir sicher, den schlage ich. Nicht nur, weil ich das Vorstellungsgespräch total in der Tasche hatte, sondern weil ich so meine Vorgehensweisen habe. Jede Nacht vor dem Schlafengehen versuche ich, einige Seiten aus der Biografie Mohammeds zu lesen, Frieden und Segen seien auf ihm. Sein Leben hat mich schon immer fasziniert. Als ich noch nicht so beschäftigt war mit meiner Arbeit, besuchte ich noch Seminare über sein Leben. Ich fühlte mich so, als stehe er vor mir und belehre mich über das Leben. Wenn sogar Fatima die Tochter Mohammeds stehlen würde, ich würde sie bestrafen. Fürchtet Allah und seid gerecht zu euren Kindern. 7 Individuen werden von Allahs Schatten geschützt. Der erste unter ihnen, ein gerechter Herrscher. Ja, genau, jetzt erinnere ich mich an ihn. Das war doch der eine Typ, der sich letztes Jahr bei mir in der Firma beworben hatte. Ich wusste, er war qualifiziert. Ich wusste auch, ich hätte ihn nehmen sollen, aber stattdessen nahm ich einen alten Schulkameraden. Wenn ich mich recht erinnere, interviewte ich sogar beide am selben Tag. Mein Kumpel war deutlich weniger qualifiziert, aber ich schlug ihn dem Vorstand vor und man nahm ihn auch. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Wie soll ich den Typen denn jetzt bitte schön erreichen? Ich hoffe, er hat noch dieselbe Adresse. Oh Allah, hilf mir, ihn zu finden. Oh Allah, ich flehe dich an. Verzeih mir meine Ungerechtigkeit. Ich hätte nie gedacht, wie schwierig das Ganze sein würde, bis ich mich in der gleichen Situation befand. Ungeduldig wartend auf den Rückruf der Firma. Er erinnerte sich zuerst nicht an mich, also frischte ich sein Gedächtnis auf. Ich bat ihn um Verzeihung und sagte, dass die Stelle wieder frei sei und dass ich ihn dem Vorstand empfehle, falls er sich nochmal bewerben würde. Mit der besten Empfehlung, versteht sich. Nach einem kurzen Moment sagte er, ich wundere mich bloß, warum jetzt? Was hat dich dazu gebracht? Mohammed, der Gesandte Allahs. Wir müssen über ihn lesen und unsere Makel durch seine Prinzipien ausbessern. Wir müssen über sein Verständnis von Gerechtigkeit lesen. Als Osama bin Zayd Fürsprache für eine einflussreiche Frau einzulegen versuchte, entgegnete er, selbst wenn meine eigene geliebte Tochter Fatima stehlen würde, ich würde sie nicht anders behandeln. Wir müssen über seinen Aufruf zur Etablierung der Gerechtigkeit lesen, sei es gegen unsere eigene Familie oder gegen uns selbst. Lies über seinen Aufruf zur Gleichheit und Gerechtigkeit für alle Kinder Adams. So sagte er ja, ihr alle stammt von Adam ab und Adam ist aus Erde. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Weißen und einem Schwarzen, außer in der Gottesfurcht. Ach ja, bezüglich des neuen Jobs. Ich war mir ja so sicher, dass ich eingestellt werde und hatte ja auch so meine Wege. Dazu noch meinen Onkel als Manager dieser Firma, der mir den Arbeitsplatz ja auch schon garantiert hatte. Wegen diesem Job wollte er sich mit mir noch zum Nachmittagsgebet treffen. Ich war schockiert und erschüttert. Er hatte sich für den anderen Bewerber entschieden, weil er ihn für qualifizierter hielt. Er erklärte mir, wie schwer ihm die Entscheidung fiel und obwohl ich sein eigener Neffe war, wollte er fair bleiben. Obwohl ich sehr enttäuscht war, sagte ich ihm, wie stolz ich auf ihn war. Und das war ich. Unser Prophet brachte uns bei, dass jeder seine eigenen Rechte hat.
und dass jeder eine faire Möglichkeit verdient hat, erfolgreich zu sein, in diesem Leben und im Jenseits. Gesandter Allahs, du hast niemals jemandem Unrecht getan oder zugelassen, dass jemandem in deiner Anwesenheit Unrecht getan wird. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir davor, in die Irre zu gehen oder andere dahin zu treiben und vor dem Fall oder davor andere zu Fall zu bringen und davor ungerecht oder Opfer von Ungerechtigkeit zu sein und davor anderen Unrecht zu tun oder es zu erleiden.